Wir haben hier, die habe ich damals für 15 Euro auf Amazon bestellt. Da würde ich auch empfehlen, schon auf Qualität zu achten. Es zerstört zwar euren Akku von eurem Handy. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich starte diesen Vlog schon am Wochenende. Und zwar findet hier im Hintergrund gerade bei uns in Frankfurt ein Kickoff-Event statt für neue Coaching-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nachher findet dann auch nochmal ein Meetup statt. Das heißt, alle aktiven Coaching-Member, die gerade in Frankfurt sind, wenn sie Lust und Zeit haben, können vorbeikommen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich so 30, 40 Leute sein. Und da wollte ich euch einfach schon mal mitnehmen. Und wir werden euch einige Einblicke über den Tag hinweg teilen. Und dann geht am Montag der weitere Vlog weiter. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach schon mal so ein bisschen, wie ich so das Wochenende verbringe und wie das auch vielleicht, können wir ein paar Teilnehmer-Statements einfangen, wie es denn so ist, am Anfang bei Pumpkin mit dabei zu sein. So, hier hinter mir findet jetzt gerade ein Kennenlernspiel statt, wo man dann einige Fakten über die anderen Leute kennenlernen muss. Und ich bin natürlich in meiner Vorbildfunktion und habe hier schon mal ein paar Kästen mit ja, dem einen oder anderen Softgetränk für nachher kaltgestellt auf dem Balkon. Es sind gerade angenehme 14 Grad. Ich war heute Morgen schon auf der ein bisschen Golf trainieren mit einem Kumpel. Da habe ich schon gemerkt, okay, ist doch ein bisschen frischer, als sich anfühlt oder als es aussieht. Genau, ne, jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das Fenster spiegelt oder ob man die Leute sehen kann. Ja, man kann die Leute erahnen. Es ist auf jeden Fall jetzt so mit so 20 Leuten voll bei uns im Büro drin. Und wenn jetzt heute Nachmittag noch mal ein paar mehr kommen, ist auf jeden Fall gut, dass es nicht regnet, sondern dass sich die Veranstaltung auch ein bisschen auf die Dachterrasse verlagern kann. Für alle Coaching-Member, die fragen, wann ist die nächste Office-Party? Das wird vielleicht, oder es wird definitiv noch ein bisschen dauern, weil Office-Party geht nur dann, wenn es draußen warm ist, wenn wir das auf jeden Fall auch draußen machen können. Aber da halten wir euch natürlich up to date. Ja. Oh, wir waren jetzt gerade beim Italiener essen. Hier zwei neue Coaching-Teilnehmer. Wie fandet ihr es? Ja, war gut. War gutes Essen? Ja, das Essen war sehr gut. War auch interessant jetzt zu sehen, wie so die ganzen Mitglieder bei Pumpkin so gestartet sind. Genau. Richtig. Das Ganze auch mal offline zu machen und ja, also hab mir auch auf jeden Fall schon ein paar Netzwerke knüpfen können. So, du bist extra sogar aus Hamburg angereist, ne? So ist es, genau, richtig. Heute Morgen früh aufgestanden. Und zu Pumpkin gereist. So ist es. Sehr schöne Dachterrasse, kann ich weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall. Genau, wie fandet ihr so die anderen Leute so mal offline kennenzulernen? Habt ihr davor schon im Discord irgendwie mit Leuten gesprochen oder ist es jetzt zum ersten Mal, dass ihr Pumpkin-Leute kennengelernt habt? Also ich habe noch nie mit jemandem auf Discord gesprochen. Das war auch das erste Mal. Ich merke auch, er ist neu hier bei Pumpkin. Ja. Aber genau, das erste Mal jetzt, dass ich mit jemandem geredet habe, war heute hier im Kiewer. Und bei dir? Bei mir ähnlich. Genau, wir haben vorher, ich war auf jeden Fall in Nicole schon ein bisschen dabei, wir haben schon ein bisschen meine Karriere geplant. und heute habe ich noch die anderen Teilnehmer mit kennengelernt. Das ist interessant. Dann vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen hier auch für den Vlog geteilt habt. Gerne. So, sind wir zurück bei uns im Büro, beziehungsweise ich bin hier unten bei uns im Empfangsraum. Hier sieht man Pumpkin 11. Stockwerk, weil wir sind gerade ein bisschen understaffed. Wir sind sehr viele krank. Der Ono war zwar vorhin schon kurz am Start, aber gerade bin ich allein. Das heißt, jetzt ist Meetup. Das heißt, ne, Coaching-Member kommen noch zusätzlich dazu. Das ist natürlich für die Leute, die heute Kickoff hatten, sehr cool, dass sie dann nochmals Leute auch kennenlernen können, die schon einige Monate oder auch Jahre im Coaching dabei sind. Das heißt, einige von denen sind schon oben. Und das Meetup hat angefangen um 16 Uhr, jetzt gerade 5 nach 16 Uhr. Das heißt, ich bin gerade hier so ein bisschen unten, weil, wie ihr hier seht, der Empfang ist samstags scheinbar leer. Das heißt, ich bin jetzt hier unten, muss dann Leute hier reinlassen, wenn jemand kommt, und kann dann hochschicken. Und oben tauscht man sich schon so ein bisschen aus, ne? Lernt sich ein bisschen gegenseitig kennen. Ja, du studierst da, ach, ich studiere hier und so weiter und so fort. Weil natürlich geht es hier bei Pumpkin nicht nur darum, irgendwie zu Hause zu sitzen und bei Live-Calls dabei zu sein, Interviews zu üben, Bewerbungen zu machen, sich die ganzen Videos anzuschauen etc., sondern es geht auch darum, sich ein Netzwerk aufzubauen, weil, das hatte ich auch vorhin gesagt bei dem Kickoff, wenn man hier in einem Netzwerk ist, wo über 1000 andere ambitionierte junge Leute dabei sind, wenn man die alle oder wenn man einen Bruchteil von denen richtig gut kennenlernt, dann bringt einem das natürlich auch für die Karriere super, super viel, und darum geht es heute auch. Jetzt ist hier Coaching-Member-Meetup.
Eine alte Bekannte am Start, die Nathalie, du bist gerade zurückgekommen aus dem Auslandssemester. Genau, ich war in Thailand. Und wie ist es so, wieder hier in Frankfurt zu sein? Ja, es ist kalt, ne? Aber ambitioniert. Irgendwo vorbei, genau. Das heißt, es sind jetzt einige Leute dabei, oder hier, die auch schon wirklich seit Jahren im Coaching sind. Einige Leute, die irgendwie seit ein paar Monaten im Coaching sind. Einige Leute, die frisch im Coaching sind. Das ist natürlich auch cool, ja, diese Vernetzung am Start zu haben. Und ja, ich werde den Abend eher ruhig ausklingen lassen. Ich bin noch ein bisschen fertig von der Woche und ich muss natürlich nächste Woche wieder gut arbeiten können. Aber der ein oder andere wird auf jeden Fall noch das Frankfurter Nachtleben heute unsicher machen. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Das Wochenende ist erfolgreich vorbei. Hier seht ihr, wurde auch schon aufgeräumt. Das haben wir, glaube ich, am Samstagabend nicht mehr gezeigt, aber hier ging es schon noch ein wenig hin und her. Von dem her ist es gut, dass wir aufgeräumt haben. Und jetzt kommen wir zu den Essentials, die jeder BWL-Student haben sollte. Und es gibt einige Essentials, die sind vielleicht mit einem Augenzwinkern zu verstehen, sind aber trotzdem empfehlenswert. Und dann gibt es einige andere Essentials, die man wirklich machen sollte. So, und wir fangen an mit meiner neuesten Errungenschaft. Das ist nicht dieser Golfschläger, sondern das ist das, was ihr hier seht. Für jeden ambitionierten Hobbygolfer unter euch ist das wirklich ein absolutes Essential, das man haben sollte. Was ist das Ganze? Nun, ich habe erfahren, dass beim Golfen sehr, sehr wichtig ist, wo der Golfschläger aufkommt. So, der Grund nämlich, warum ich bisher immer, wenn ich für euch einen Vlog mache und auf dem richtigen Platz spiele, so viel schlechter bin, als ich denke, liegt darin, weil ich immer auf so eine Abschlagmatte trainiert habe und nicht auf dem richtigen Gras. Und in dem richtigen Gras bleibt dann mein Schläger immer hängen und ist nicht richtig. So, deshalb habe ich mir so eine Matte gekauft und wenn ich jetzt hier mal raufhitte, dann sehen wir, dass ich das Divot richtig gemacht habe. Ich habe ein bisschen zu weit vorne geschlagen, aber ansonsten war es gar nicht mal so schlecht. Das kostet irgendwie 15 Euro auf Amazon und wenn man damit regelmäßig trainiert, jetzt habe ich ein bisschen zu weit hingeschlagen, aber es war schon mal von der Richtung her richtig. Wenn man damit ein bisschen trainiert, dann kann man auf jeden Fall, na, und das war jetzt wirklich mal ein ganz solider Schlag, kann man sagen, da kann man wirklich seine Golffähigkeiten durchaus verbessern und das ist natürlich wichtig. Später, nicht nur im BWL-Studium, sondern auch später irgendwie, ne, wenn ihr hier mal, angenommen, man verabredet sich mit irgendeinem Manager von irgendeiner großen Bank, von irgendeiner großen Beratung, von einem Private Equity, vielleicht auch mit seinen Anwälten, geht man mal eine Runde neun Loch spielen am Wochenende oder auch unter der Woche. Und da wollt ihr natürlich dann auch gute Schwünge machen. Das ist etwa so, ne, man kann sich dann auch nochmal für sein kleines Studentenwohnheim, kann man sich hier nochmal so einen kleinen Gummiball holen, ne, dann kann man sogar damit trainieren, ne, dann legt ihr einfach diesen Gummiball sozusagen auf diese Stelle hier hin, ne, macht dann irgendwie ihr müsst nicht mal einen Probeschwung machen, sondern ihr könnt direkt draufhauen. Und wir sehen hier, der Divot nennt sich das, ist auf jeden Fall solide, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, dieses Ding, 15 Euro kostet das Ganze, ist auf jeden Fall ein Essential. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Essential. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Sachen hier in meinem Büro, damit ihr mal so seht, wie ist eigentlich der David drauf, was macht er so, was hat er so alles am Start. Wir haben hier, klapper, klapper, eine Zahnspange. Was ist die Hintergrundstory davon? Da kann ich jetzt mal ein bisschen was erzählen. Wir gehen mal auf die Terrasse, wir gehen mal raus, da kann ich euch nämlich was zeigen. Ich war ja damals nach meinem zweiten Semester Praktikant da oben im Vorstandsstab von der UBS. So, ich könnte jetzt noch euch ganz detailliert erklären, wie viele andere Praktikanten da waren, wieso ich irgendwie mit Abstand der Jüngste war, etc. Aber wichtig ist zu verstehen für die Geschichte, dass ich, und deshalb ist es ein absolutes Essential, dieses Ding, was ich euch gleich nochmal konkreter zeigen werde, dass ich tatsächlich komplett auf dem Zahnfleisch unterwegs war, als ich damals in das Praktikum gestartet bin. Warum? Nun, wie der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört hat, ich war ja nach meinem ersten Semester direkt auf der Dienstlist von der Goethe-Uni, habe sehr, sehr gute Noten geschrieben. So, habe dafür aber auch sehr, sehr viel gelernt, weil ich damals noch nicht genau wusste, wie ich lerne. Hätte ich jetzt heute meine Lerntechnik aus dem Coaching, wäre das alles entspannter gegangen. Aber damals wusste ich noch nicht so, wie der Hase läuft. So, das heißt, ich habe extrem viel gelernt für den Eisenhower-Stand nach dem ersten Semester. Habe dann auch meine Dienstlisturkunde bekommen. Und dann ging es halt weiter direkt, Praktikum nach dem ersten Semester, das war noch nicht bei der UBS, war nach dem zweiten Semester, aber nach dem ersten Semester auch schon Praktikum, wir gehen vielleicht wieder rein, es ist ein bisschen windig hier, ging 8 Wochen und die Semesterferien sind eigentlich nur 5 Wochen lang. So, das heißt, ich habe direkt ein Praktikum schön gemacht in Semester rein und wollte natürlich im zweiten Semester nicht irgendwie hier direkt
meine Dienstlisturkunde, die hier zufällig gerade rumsteht, nicht wieder aufs Spiel setzen, sondern wollte mir die nochmals holen. So, das heißt, auch im zweiten Semester habe ich natürlich super viel gelernt. Dann hatte ich diesen Bewerbungsprozess bei der UBS, diverse andere Bewerbungsprozesse, die Präbewerbungsprozess für mein Stipendium, was ich dann auch bekommen habe und. Das heißt, am Ende des Tages eine sehr, sehr stressige Phase, weil ich natürlich mir alles irgendwie so selber zusammenreihen musste, weil ich niemanden hatte, der mir erklärt hat, wie der Hase läuft. Und dann hat es dazu geführt, dass ich wirklich voll am Limit war. So, ne? Ich war wirklich, wahrscheinlich hatte ich einen Burnout, aber ich habe halt trotzdem weitergearbeitet. Dann hatte ich extreme Ohrenschmerzen. So, ich hatte wochenlang während den Klausuren Ohrenschmerzen, wusste aber nicht so warum. So, ich bin zum Hals-Nasen-Ohrenarzt zweimal gegangen, habe gesagt, bitte schauen Sie meine Ohren, bitte sagen Sie mir, was Sache ist mit meinen Ohren. Und der schaut rein, sagt, da ist nichts, man kann nichts machen und. Und ich bin so gar nicht mehr auf mein Leben klargekommen. Ich hatte die ganze Zeit Ohrenschmerzen, habe dann auch in der zweiten Klausurenphase im zweiten Semester nicht mehr ganz so viel 1-0er geschrieben. Tatsächlich vermute ich auch wegen den Ohrenschmerzen. Und dann hatte ich meinen ersten Arbeitstag da oben bei der UBS. So, erster Arbeitstag, na, direkt hier, das ist dann die nächste Anekdote zu den Krawatten. Na, da kommen wir gleich zu dem nächsten Essential. So, erster Arbeitstag gehabt und mega cool, mega spannend, die ganzen Leute kennengelernt etc. Aber ich hatte mega Ohrenschmerzen, extreme Ohrenschmerzen. Und ich habe wirklich, konnte mich nicht konzentrieren. Also 18 Uhr, 18:30 Uhr, ich sag so zu meiner Mitpraktikantin, die mich eingewiesen hat, du, ich halte es nicht mehr aus, ich muss nach Hause gehen. So, ich bin irgendwie hier, ich habe mega Ohrenschmerzen, ich muss nach Hause gehen, die so ist in Ordnung, kein Problem. Ich liege zu Hause im Bett in meinem Studentenwohnheim, auf irgendwie 12 Quadratmetern, mega die Hitze auch, ne? Ich schwitze, es ist warm, ich bin mega gestresst und meine Ohrenschmerzen werden immer stärker, immer stärker, immer stärker. Ich denke, mein Kopf explodiert, setze mich in die U-Bahn um 22.30 Uhr und fahre, weil natürlich jeder Hals- und Ohrenarzt zu hat, fahre ins Universitätsklinikum da hinten. So, fahre dahin, in die Notaufnahme, sag, mein Kopf explodiert gleich, was ist los, habe ich einen Wurm im Kopf? Ich dachte, ich hätte so einen Wurm im Kopf oder im Ohr. So, dann checkt er das alles und sagt so, nee, da ist nichts in den Ohren, aber Sie könnten mal zum Kieferorthopäden gehen. So, und ich so, warum das? Weil hier diese Muskulatur auch aufs Ohr überstrahlt anscheinend. So, habe ich natürlich direkt dann am nächsten Morgen habe ich gesagt, Leute, ich kann heute nicht kommen, bin zum Kieferorthopäden um 9 Uhr gegangen und der hat gesagt, ja, in der Tat, der Kiefermuskulatur völlig am Ende, weil ich mich so durchgebissen habe, im wahrsten Sinne des Wortes, durch dieses erste Jahr vom Studium, hat mir ganz viel Schmerztabletten verschrieben und eben so eine Knirschschiene. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass ich mit den Zähnen geknirscht habe. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das vielen von euch auch geht. Und dieses Zähneknirsch ist nicht nur schlecht für die Zähne, sondern wie gesagt, das kann eben, wenn hier das dann verspannt, dann kriegt ihr Ohrenschmerzen und. Von dem her, zweites Essential, lasst mal abchecken, ob ihr mit den Zähnen knirscht. Und falls ja, holt euch so eine Knirschschiene, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch gerade durch euer Studium durchbeißt. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Termin. Können wir weitermachen mit dem nächsten Essential? Dann machen wir weiter mit dem nächsten Essential. Da gehe ich jetzt mal in meinen Wunderschrank. Was hole ich aus dem Wunderschrank heraus? Wir holen einen ganz großen Stapel Krawatten aus meinem Wunderschrank heraus. So, normalerweise würde ich das nicht machen. Krawatten vorbinden. Ich glaube, es macht die Krawatte kaputt, aber für mich geht es einfach schneller. Von dem her tue ich die nicht mehr immer so abmachen, sondern ich tue sie einfach so gebunden immer auf und abmachen. So. Wir können zu jeder Krawatte eine kleine Story erzählen. Das hier war meine erste richtige Krawatte, die ich mir mal ganz spezifisch ausgesucht habe. Die habe ich damals für 15 Euro auf Amazon bestellt. Und das war tatsächlich die Krawatte, die ich anhatte im eben besagten Vorstellungsgespräch im Vorstandsstab bei der UBS. Und an meinem ersten Praktikumstag hatte ich die Krawatte auch noch an. So, das ist die Geschichte zu dieser Krawatte. Die ist, ich fand die Sache sehr cool aus. Im Vergleich zu so einer Seidenkrawatte irgendwie von Hermes ist die aber extrem dick. Das heißt, heutzutage würde ich mir die nicht mehr holen. Damals war es aber mega gut. So, was kann ich euch sonst erzählen? Hier, Hugo Boss Krawatten. Habe ich mir geholt vor meinem UBS-Praktikum, weil ich dachte, okay, Vorstandsetage, jeder trägt Krawatte, ne, da muss man auch Krawatte tragen. It turns out, der Einzige, der regelmäßig Krawatte getragen hat, war der Vorstandsvorsitzende, natürlich. Aber die ganzen anderen, auch die anderen Vorstände, mein Chef und,
Niemand hat Krawatte getragen. Aber ich habe mir damals im, ich weiß noch, an der Zeil hier in Frankfurt, Galeria Kaufhof oder Karstadt, gab es diese Hugo Boss Krawatten für 10 Euro die Krawatte im Angebot. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe 270 Euro oder so in Krawatten investiert. Ne? Ich hatte wirklich 22, 23 Krawatten von Hugo Boss dann zu Hause rumliegen, weil ich dachte, ne, jeden Tag eine andere Krawatte, muss ich einen guten Eindruck machen. Das heißt, am Ende des Tages war es keine smarte Entscheidung. Ich habe noch so ein paar Krawatten, ne? Hier auch, das ist auch eine von diesen Hugo Boss Krawatten. Ich glaube, das hier ist auch eine von diesen Hugo Boss Krawatten. Genau, so ein paar sind immer noch, ne? Ich glaube, die da auch, genau, so ein paar von denen sind immer noch so in meinem Repertoire. Aber die anderen habe ich dann nie wieder getragen, weil was wirklich geil ist, ist dann halt schon so eine Premium-Krawatte hier, so eine, jetzt in diesem Fall beispielsweise Hermes-Krawatte so. Und in der heutigen Zeit, wo man Krawatten wirklich nur noch speziellen Anlässen trägt, wo es nicht mehr irgendwie, es sei denn, du machst halt, arbeitest halt irgendwo, wo man wirklich die ganze Zeit Krawatte trägt, aber in der heutigen Zeit, wo du wirklich nicht mehr Krawatten zu jedem Anlass trägst, sondern wirklich nur noch in Ausnahmesituationen, wäre mein drittes Essential nach so einem Golfpad, nach der Zahnknirschschiene, wäre mein drittes Essential, dass ihr, falls ihr männlich seid, und der Großteil der Zuschauer ist leider männlich hier auf dem Kanal, dass ihr investiert in 1 bis 3 hochqualitative Krawatten. So, weil die könnt ihr, ne, also eine Hermes-Krawatte etc., das ist einfach zeitlos, das könnt ihr auch noch in 20 Jahren sehr wahrscheinlich tragen. Und ihr werdet euch einfach immer richtig, richtig gut damit fühlen. Wohingegen natürlich, ne, auch so eine, wie gesagt, diese günstige 10, 12 Euro Krawatte von Amazon, damit kann man sich auch ein UBS-Praktikum nach dem zweiten Semester sichern. Aber jetzt zahle ich die halt gar nicht mehr. So, ne? Und diese Krawatte hier zum Beispiel, ne, diese Krawatte hier, das weiß ich noch, die habe ich mir damals gekauft für unseren allerersten Imagefilm, dieses Macht-Status-Geld-Imagefilm-Ding. Das hier habe ich mir geholt, wo wir den Tim, oder habe ich mir die geholt? Die habe ich mir, glaube ich, geholt, wo wir den Michael zu JP Morgan gebracht haben. Die habe ich mir geholt, wo wir den Tim zu Morgan Stanley gebracht haben, etc. Ne? Das heißt, man verbindet mit jeder Krawatte auch so eine spezielle Story. So, ne? Und wenn ihr dann später euren Kindern erzählen könnt, okay, guck mal hier, die Krawatte habe ich mir gegönnt zu dem und dem Praktikum, die Krawatte habe ich mir gegönnt zu dem und dem 1-0-Schnitt, etc., dann ist es natürlich eine coole Story. Und das, wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall der festen Meinung, dass sich dieses Geld definitiv lohnt. So, und jetzt habe ich gleich ein Meeting. Wir können auf jeden Fall noch ein Essential durchmachen. Und dieses Essential ist natürlich mein Spiegel-Bestseller nach ganz oben. Das sollte jeder BWL-Student mindestens einmal gelesen haben. Ich empfehle es eigentlich einmal im Monat zu lesen, weil bei vielen guten Büchern ist es so, jeden Monat macht man natürlich eine neue Erkenntnis. Ne? Merkt man, okay, das ist so, das ist so, das ist so. Das heißt, nach ganz oben mit einem Vorwort von Moritz Bayer-Lenz, ehemaliger Vice President von Goldman Sachs, sollte man sich auf jeden Fall holen. Ne? Da steht super viel drin, was man für Karrieremöglichkeiten hat, wie man vorgehen muss im Studium, um da ganz oben reinzukommen. Kostet, glaube ich, was kostet es? 20 Euro. Man hat noch einen Online-Kurs dazu mit ganz vielen Videos, mit Lebenslaufvorlagen und. Und für 20 Euro ist das wahrscheinlich der allergrößte Value for the Money, den ihr bekommen könnt mit den Tipps im heutigen Video. So, ich bin zurück und kann weitermachen mit den nächsten Essentials, die man auf jeden Fall braucht als BWL-Student. Was haben wir da noch alles? Eine Sache neben den Krawatten ist natürlich auch das Schuhwerk, das passende. So, was bietet sich an? Es bieten sich in der heutigen Zeit auf jeden Fall weiße Sneaker an. Da würde ich auch empfehlen, schon auf Qualität zu achten. Jetzt nicht vielleicht irgendwelche 20-Euro-Sneaker sich zu ziehen, die dann irgendwie nach 2 Monaten kaputt sind und dann kriegt man irgendwelche Blasen. Sondern da schon auch einmal investieren in eine gewisse Qualität. Dann macht es natürlich Sinn, habe ich extra vorbereitet, ein paar solche, ich weiß gar nicht, wie nennt man solche Schuhe? So Mosakins oder Loafer oder irgendwie sowas, ne? Solche Schlüpper, wo man halt reinschlüppen kann. Da war ich tatsächlich im Studium, war ich da noch gar nicht so versiert, aber ich muss sagen, seitdem ich ein paar von diesen Schlüppern habe, ist schon sehr, sehr angenehm. Und dann braucht man natürlich auch noch, ja, das ein oder andere paar gute Lederschuhe. Ich meine, diese Marke hier hatte ich euch schon mal vorgestellt gehabt. Allen Edmonds heißen die. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Kann man sowohl im Sommer als auch im Winter tragen. Das heißt, solche Lederschuhe kann man sowohl, wenn es ein bisschen mehr casual ist, tragen, als auch wenn man ein bisschen mehr im Business-Outfit unterwegs sein will.
Ansonsten gibt es natürlich immer das Standard Essential, ne? Aber das haben wir auf TikTok etc. oft genug schon durchgekaut. Sind die typischen Ralph Lauren Hemden, ne? Wie ich es jetzt gerade trage. Sind aber natürlich auch irgendwelche Polos. So, ne? Polos nicht verkehrt. Und wenn man da ein bisschen im Internet guckt, findet man das ganze Zeug auch recht günstig. Ansonsten für Hemden muss man so ein bisschen gucken. Ne? Also es gibt jetzt nicht das eine richtige Hemd, es gibt nicht das eine falsche Hemd. Man muss einfach so ein bisschen schauen, okay, was ist irgendwie eine Marke irgendwie, wo einem die Passform passt. Das hier ist zum Beispiel ein Hemd, das hatte ich mir damals im Studium noch gekauft gehabt, von Olymp. Ne? Damals habe ich immer Olymp getragen. Inzwischen bin ich persönlich eher gewechselt zu den Van Laak Hemden. Das heißt, für mich persönlich, mir passt Van Laak auch ganz gut. Van Laak, Olymp, Boss etc. sind eigentlich so ganz, ganz Standard-Hemdenmarken. So. Auch da, ne, würde ich mir jetzt nicht die mega, mega, mega günstigen Hemden kaufen, die man dann irgendwie nach einer Saison wegschmeißen muss oder die dann irgendwie doof aussehen mit Krawatte und so weiter, sondern würde ich mir auch Sachen kaufen, die eine gewisse Qualität haben. Und dann ist es auf jeden Fall noch essentiell, dass man natürlich auch in der Küche nicht zu viel Zeit verschwendet. So. Und jetzt stelle ich euch etwas vor. Das habe ich schon das ein oder andere Male auch vorgestellt in dem ein oder anderen Day in a Life Vlog hier bei mir. Aber auch heute möchte ich es nochmal vorstellen. Und zwar ist das der Reiskocher. Da wurde jetzt bei mir heute schon, wie man hier sieht, etwas Reis gemacht. Und ist hier so ein Griller, weil man da einfach super, super unkompliziert ganz, ganz schnell sich sein ganzes Essen machen kann, ne? Ohne dass man da jetzt irgendwie großartig Zeit mit Kochen etc. verbringen muss, ist es direkt fertig. Und dann habe ich mir noch vor kurzem zugelegt hier ein paar Kopfhörer. Ich hatte davor immer die AirPods, aber die AirPods, also Pro irgendwas, ne? also jetzt nicht die großen, sondern diese kleinen, die man sich in die Ohren steckt. Und ich war wirklich schon sehr, sehr zufrieden. Das Problem ist natürlich, das funktioniert ja nur mit Bluetooth. So. Jetzt ist die Frage, ne? Es gibt noch keine Menschen, die irgendwie 80 Jahre alt sind und seit 60 Jahren Bluetooth-Kopfhörer den ganzen Tag auf hatten, aber ich denke mal, förderlich wird es nicht sein, für unser Gehirn den ganzen Tag irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer aufzuhaben, weshalb ich ein bisschen recherchiert habe und nachgeguckt habe, okay, was sind denn Kopfhörer, die diesen Noise-Canceling haben, aber ohne Bluetooth sind. So, weil ich finde halt Noise Cancelling grandios. Ich höre sehr, sehr gerne so, ja, so Lo-Fi, Jazz-Mixe oder Piano-Musik oder so, um konzentriert zu arbeiten, so ganz leise. Und mache dann halt immer dieses Noise Cancelling an. Und das ist halt mega gut, finde ich, zum Arbeiten, zum Lernen etc. Und das ist jetzt halt ein bisschen echt das Problem, weil die meisten von diesen Kopfhörern oder fast alle von diesen Kopfhörern findest du halt nur über Bluetooth. So, und ich habe diese hier gefunden. Die kann man auch als Bluetooth-Kopfhörer hören. Also wenn ich jetzt hier einfach anmache und die aufsetze im Fitnessstudio oder so, kann ich die auch ohne Kabel benutzen. Aber, und das ist der Clou, man kann sie auch mit Kabel benutzen. Und, das ist der absolute Clou, man kann sie trotzdem anmachen. Aber wenn man sie anmacht, dann ist zumindest laut der Bedienungsanleitung, ist Bluetooth deaktiviert, wenn sie mit Kabel connected sind. Und trotzdem funktioniert eben dieses Noise-Canceling-Feature. Und ich meine, ich habe jetzt noch nicht mit irgendeinem Messgerät daneben rumgemessen, aber ich finde sie tatsächlich, wenn das mit dem Kabel connected ist, finde ich sie auch nicht über Bluetooth irgendwie mit dem Handy oder mit dem Laptop. Von dem her scheint da schon was dran zu sein. Das heißt, das ist meine neueste Errungenschaft. Habe ich tatsächlich auf Instagram eine Umfrage gemacht. Das heißt, vielen Dank für die, die mir den Tipp gegeben haben für den Sony WXM5H oder wie auch immer. Ich bin mir nicht komplett sicher, falls ihr da irgendwie alternative gute Vorschläge habt von sehr guten Noise-Canceling-Kopfhörern, die auch ohne Bluetooth funktionieren, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine Recommendation, die ich abgeben kann. Ansonsten natürlich ein klassisches Essential ist natürlich auch ein bisschen der klassische Obstkorb, falls man ein Büro hat etc., dass ihr auch dafür sorgt, dass es irgendwie Müsli gibt, Obstkorb etc. Und ansonsten fällt mir jetzt so ganz spontan gar nichts mehr ein. Ich werde mich jetzt gleich nochmal an den Schreibtisch setzen, ein bisschen arbeiten, nochmal ein bisschen Gedanken machen, ob es noch ein paar Impulse gibt, die ich euch mitgeben kann, ein paar Investitionsanschaffungen, die sich lohnen etc. Entsprechende Amazon-Links
Zum einfachen Nachkaufen packen wir euch natürlich unten in die Videobeschreibung. So, der Arbeitstag neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Das heißt, so richtige, ganz harte Kaufempfehlungen habe ich eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, wir beenden den Vlog noch mit einigen Essentials auf eurem Handy. Essential Nummer 1. Das habe ich schon so oft betont, aber es gibt regelmäßig noch Leute, die noch nicht diese App benutzen zum Aufstehen. Sleep Cycle. Es zerstört zwar euren Akku von eurem Handy, aber es ist wirklich so genial, ne, was ihr hier seht. Es trackt sozusagen ein, wann ihr einschlaft. Ne? Ihr legt das Ding an Strom neben euren Kopf sozusagen, wenn ihr schlaft. Ne? Und dann seht ihr hier die verschiedenen Schlafphasen. Und es weckt euch immer, das ist wirklich geisteskrank, es weckt euch immer genau dann auf, wo ihr gerade sowieso in so einer Wachphase seid. So, und das ist so, es ist so krass. Also wirklich jeder, also wenn man es noch nicht ausprobiert hat, weiß man nicht, wie es wirkt. Ich bekomme von denen kein Geld. Das heißt, wenn ihr Sleep Cycle Marketing Manager das Video anschaut, schreibt mir mal eine DM, dass wir mal eine Kooperation starten können. Aber das ist wirklich insane. Also wirklich diese App, man steht damit so viel besser auf, auch wenn man mal nicht so lange geschlafen hat, ne? Wenn man da mal ein Praktikum macht oder so. Spätestens dann sollte man sich das sichern. Ansonsten ein paar App-Essentials, die ich einfach recht schnell runter mit euch durchgehe. Das eine ist die OneSec-App. Das hatten wir auch schon in meinem Vlog in Berlin, das ist diese App, wo man quasi so einstellen kann, hey, wenn ich irgendeine gewisse App, wie zum Beispiel TikTok, öffnen möchte, dann kommt da erst so ein Bildschirm von wegen, möchtest du diese App wirklich öffnen und, und. Das ist sehr zu empfehlen. Dann ist zu empfehlen irgendein To-Do-Listen-System, wie zum Beispiel, ich benutze da Trello. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Dann sollte man auf jeden Fall natürlich irgendeine Kalender-App benutzen. Ich benutze da persönlich Google Calendar und damit hast du eigentlich so die wichtigsten Sachen, die man am Start haben sollte als ambitionierter BWL-Student einmal durch. Wichtig ist, es sind nicht die Sachen, die euch ausmachen, sondern es ist der Lebenslauf, der euch ausmacht. Von dem her kümmert euch auch darum, dass ihr gute Praktika bekommt, dass ihr gute Noten schreibt in eurem Studium und damit dann am Ende des Tages eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere starten könnt. Wenn ihr auch, so wie die ganzen Leute, die am Anfang vom Vlog zu sehen waren, bei uns ins Coaching kommen möchtet, wenn ihr da in eine Community kommen wollt mit über 1000 ambitionierten Studierenden, die von sehr erfahrenen Coaches dabei unterstützt werden, in ihrem Studium alles richtig zu machen, Top-Praktika zu bekommen, Bestnoten zu schreiben, Stipendien sich zu sichern etc., dann tragt euch einfach mal über unsere Webseite ein. Und ansonsten, wenn du noch mehr Einblicke haben willst, gib gerne unten in den Kommentaren Bescheid, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt, dein David.